Wir wundern uns dann immer, das verstehe ich nicht. Wir waren doch dabei die letzten Jahrzehnte. Wir haben jetzt jahrzehntelang Insektenvernichtungsmittel auf die Felder gespritzt. Jetzt sind wir traurig, dass die Insekten vernichtet sind. Was? Ja, aber dann... Was machst du mit so einer Gesellschaft? Seit ich 15 bin, sehe ich einmal im Jahr verzweifelte Milchbauern, wie sie ihre Milch wegkippen vorm Rathaus. Sollen wir uns das nochmal 20 Jahre angucken und 30? Stattdessen liest man dann alle naslang seit Jahren so gehirnerweichende Artikel, dass man die Grünen nicht wählen kann, weil Katrin Göring-Eckardt so pastoral ist. Das ist mir doch egal, ich will doch keine WG mit der aufmachen. Das ist das Niveau dann. Das können wir unseren Enkeln dann erklären. Ja, aber wir wollten uns von den Grünen nicht vorschreiben lassen, wie wir zu leben haben. Ja, aber ihr habt euch damals von Amazon, Starbucks, Google und Apple vorschreiben lassen, wie ihr zu leben habt. Ja, aber nicht von den Grünen. Mittelamerika ist euch zweimal im Jahr abgesoffen. Ja, aber die war so pastoral. Italien ist euch zweimal im Jahr abgesoffen. Ja, aber die war so pastoral. Die Alpen sind euch wie nasser Marmorkuchen ins Tal gerutscht. Ja, aber die war so pastoral. Das Great Barrier Reef ist euch vor der... Ja, aber die war so pastoral. Die Eisbären sind euch vor der Kamera abgesoffen, ja, aber die war so pastoral. Ihr hattet nur noch Gülle im Trinkwasser, ja, aber die war so pastoral. Ihr hattet multiresistente Keime, ja, aber die war so pastoral. Das reicht dann irgendwann nicht mehr als Argument. So als Argument meine ich für irgendwas. Und dafür musst du nicht mehr links sein und Öko. Dafür. Dafür musst du nicht mehr links sein oder Öko oder Attac-Mitglied. Kinder lernen heute in der 6. Klasse, wie viele Welten wir bräuchten, wenn wir weiter Tiere vernutzen und Tiere essen. Und dann kommen sie illuminiert nach Hause mit den Ideen und sehen den eigenen Vater im Vorgarten stehen, wie er seinen 1000-Euro-Chrom-Grill poliert und Veganer als Lifestyle-Idioten beschimpft. Das ist dann zu wenig für die nächste Generation. Ja, und dann mit dem Auto zum Bioladen fahren oder was? Ja, aber ist doch besser, als mit dem Auto zur Metzgerei zu fahren. Du musst ja nicht Flöhe und Läuse haben. Und Fleischesser dürfen eh alles. Ist der Ruf erst ruiniert? Wir grillen auch. Die dürfen auch für 9 Euro nach Lissabon fahren am Wochenende. Wir fliegen. Ja, wir grillen ja auch. Puh. Wir haben auch ein SUV. Wir haben nie was anderes behauptet. Wir grillen auch. Aber der Veganer, der hat gefälligst auf den Brustwarzen zum Bioladen zu robben. Ja, aber unbedingt. Was ist denn das für eine preußische Pickelhaubige? Ich verstehe das nicht. Das sind übrigens Bio-Bananen. Wirklich? Sind mit dem Flugzeug mit Rapsölmotor eingeflogen. Doch, wirklich. Ja. Und man muss das mit Gesetzen machen. Anders geht's nicht. Ich bin kein Freund von großen Verboten. Manchmal muss man die Gesellschaft vor sich selber retten. Ich bin zum Beispiel heilfroh, dass wir hier kein Waffengesetz wie in Amerika haben. Was glaubst du, wie die Pegida-Demonstrationen ablaufen würden? Na klar. Wir sind doch nicht reifer als die Amerikaner. Wir sind bloß unbewaffnet. Ja klar. Da bilde ich mir überhaupt nichts drauf ein. Wir werden vor dem Gesetz geschützt, vor der Barbarei, sonst gar nichts. Freiwillig. Lass den Konzernen die Freiwilligkeit, Frauen oben einzustellen. Sie machen es kaum. Wir gucken uns das jetzt ohnmächtig an, seit Jahrzehnten. Und die DAX-Konzerne, die Vorstände, sehen immer noch aus wie das SED-Politbüro. Ja. Also muss man sie mit einem Gesetz an die Hand nehmen und sagen, du. Ist doch nicht schlimm. Ich habe neulich in der New York Times gelesen, die haben eine Studie rausgebracht, es gibt in deutschen DAX-Vorständen mehr Männer, die Thomas heißen, als Frauen. Ja, super. Wir haben eine Menge Hausaufgaben vor der Brust. Also freiwillig. Einführung des Rauchverbots, was da los war.
In deutschen Kneipen Rauchverbot. Was meinst du, unsere Innenstädte sterben aus? Nichts ist passiert. Unsere Innenstädte sind genauso tot wie vorher. Schwachsinn. Totaler Schwachsinn. Alles Blödsinn. Ja, Herr Rether, wir können doch nicht die Welt retten. Ja, wer denn sonst? Ich sehe sonst gerade niemanden. Haben wir gerade was Besseres zu tun? Nee, wir warten einfach. Wir warten jetzt noch mal auf so eine CDU-Landwirtschaftsministerin, bis der letzte Milchbauer sich in seinem Stall aufgehängt hat vor Verzweiflung. Ist uns völlig wurscht, weil die Grünen kann man nicht wählen, die sind so pastoral. Ist doch mir egal. Wir haben die Wahl zwischen Pest und Cholera und da wähle ich immer Cholera. So einen Durchfall kriegst du weg. Ja, sicher. Ja. Ja, klar. Ich kann niemanden anders als die Grünen wählen, weil ich mit 15 gelernt habe, dass wir nur einen Planeten haben. Und dachte ich, oh, das ist aber knapp. Doch nicht, weil ich die toll finde, weil wir sonst nämlich überhaupt gar keine Lobby mehr haben für irgendwas. Und die Zeit läuft uns dermaßen davon, auch mir heute Abend, ich komme ja kaum mehr zum, ach du lieber Gott. Deswegen bin ich nicht Lehrer geworden, in 45 Minuten kriegst du überhaupt nichts. Komm, das ist alles Schwachsinn, Blödsinn. Aber darum geht's doch gar nicht mehr. Ich meine, wir brauchen Strom und Wasser und solche Sachen. Das kann uns alles schnell weggehen. Und wir haben Sorge um die Demokratie. Ja, wenn wir einen Tag Stromausfall haben, dann sind wir sofort in der Barbarei. Das geht ruckzuck. Und dann wird der herrschen, der als erstes das Waffengeschäft überfallen hat und die letzte Thunfischdose bei Rewe abgestaubt hat. Wer will schon von Preppern regiert werden? Deswegen haben wir gar keine Wahl. Überhaupt nicht. Bio-Bananen.